Ah, shit. Here we go again. Hallo, Hallöchen und willkommen zurück auf diesem Kanal, Channel, wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und wir spielen heute eine weitere Folge Hogwarts Legacy. In der letzten Folge waren wir ja noch so ein bisschen im Tutorial, Schrägstrich Intro, Schrägstrich, es ist viel passiert und auf einmal sind wir in Hogwarts angekommen und eingeschult. Falls ihr diese Folge nicht gesehen habt, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr sie vor diesem Video anschaut, falls es Sinn macht. Ich denke schon. Und vielleicht auch ein Like oder Kommentar oder sonst irgendwas da lasst. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, da ist es auch schon. Dann machen wir mich nochmal kleiner. Nicht da hoch. Und noch ein bisschen kleiner. Kleiner. So. So. Da ist es wieder. Wie ich mich darauf gefreut habe, dass wir es endlich spielen können. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich mich. Auf geht's. Beliebige Taste. Vielleicht sollte ich dich in OBS drücken, sondern im Spiel selber. Oh Mann. So. Was ist das dann? Hör mal, fliegende Bücher, ich glaube, das geht los. Was ist das? Ja. Ich weiß noch nicht genau, wo ich meine kleine Tanschuh-Charakter hier am besten hinmache, wenn ich ehrlich bin. Soll ich sie einfach vielleicht ein bisschen kleiner machen? Oh, das ist. Hier? Oder hier? Ich weiß halt nicht, welche Icons noch kommen. Vielleicht packe ich sie einfach mal hier hin. Müsst ihr mir vielleicht mal verraten, wo ich sie am besten hinpacken soll? Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Wir haben in der letzten Folge unsere erste Nacht in Hogwarts verbracht und sind jetzt ja, im Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Diese Musik, einfach wunderschön. Gott, das ist so schön. Ich wäre gerne in echt hier. Ich würde auch gerne mal in den Harry Potter Park und da kommen Erinnerungen aus der Kindheit hoch. Ich wollte als Kind auch immer so eine Tapete und so einen Sessel und so einen Teppich. Da spricht der kleine, das kleine Fangirl aus mir. Oh Gott, du siehst aber bequem aus. Warum kann ich mich nicht da reinsetzen? Warum geht das nicht? Naja, so, was müssen wir denn überhaupt machen? Drücken wir mal V. Willkommen in Hogwarts. Ich muss mich zu meinem Gemeinschaftsraum begeben. Klingt, als wären in der Nähe Stimmen zu hören. Vielleicht sollte ich ihnen folgen. Ja, vielleicht solltest du das. Aber erstmal schauen wir uns um. So. Ah, das ist doch die Verpackung für den Frosch. Das war eine Ente. Was gibt's hier? Was ist das? Montrose Magpies. Donga Prop Sticks. Applebee Arrows. Quidditch Teams. Aha, hier spielt einer Quidditch. Was ist hier los? Nix. Hit. Ich weiß gar nicht, wo unser Bett war. Warte mal, wie viele sind denn hier drin? Eins, zwei, drei. Na gut, das ist sehr leer. Das sieht irgendwie aus wie unseres. Vier. Wir sind zu viert in dem Raum. Okay, okay. Kann ich das öffnen? Nein, okay. Ein Niffler-Kuscheltier. Ich fasse es nicht. Einfach zu cute. Oh Gott. Wenn man aus Versehen an die Maus kommt. Entschuldigung.
Ich sollte vielleicht nicht fluchen. Hat die sich... Ach Gott. So kleine Details. Hier haben wir noch einmal das Poster. Das kann ich hier machen. Ich kann hier was machen. Die Hauptmusik ist so laut, man hört das Ding gar nicht. Oh. Oh mein Gott. Sind das echte... Hier bitte Wort einfügen. Ich komme gerade nicht drauf. Artworks? Oder nennt man das überhaupt so? Ich bin gerade ein absoluter Noob. Und warum starrt ihr so nach oben? Guck dir mal an die Decke. Ah, ich würde hier auch an die Decke gucken. Das sieht ja echt cool aus. Das ist eine Schule, wo man so wohnt. Da hätte ich auch Lust, mich im Unterricht anzustrengen, damit ich gute Noten schreibe. Da haben wir noch ein Bild. Waren wir da eben schon? Oh Gott, wieso geht die automatisch auf? Irgendwie bin ich sehr schreckhaft. Das ist die einzige Tür hier, ne? Ja, dann müssen wir das sowieso machen. Die haut die Dinger aber auch auf, meine Güte. Wir können was antippen. Trink doch nicht einfach aus einer fremden Tasse. Was ist denn mit dir los? Ah, disgusting shit. Tschö. Ist sie das auch? Oh Gott. Du kannst doch nicht einfach irgendwas essen und trinken. Was ist denn mit dir los? Frau. Wo geht's nochmal zum Gemeinschaftsraum? Die geht nur einen Weg runter. What you mean? Wieso gehst du die Treppen so komisch? Mini-Boxkampf einfach. Warte, warte. Ja. So. Boah, das ist so hübsch. So. Ist wohl doch nicht nur ein Weg anscheinend. Was ist hier? Es gibt hier so... Oh! Dieses... Mann, warum machst du denn die Türen so schwunghaft auf? Oh, ich will auch hier sein. Und warum sind hier überall so viele... Spieler und Snacks. Oh, die Bilder bewegen sich. Oh mein Gott, das ist so liebevoll gemacht. Oh nein, wir haben die eine Truhe. Haben wir die eine Truhe geöffnet? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Auch random, dass die. Hey, da ist wieder eine Flatschern. Auch random, dass die einfach irgendwelche Truhen aufmacht. Da gibt es wieder was, das Snack. Wieso kann ich die Donuts nicht essen? Was ist denn das? Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Oh Gott. Was macht die da? Ja, ich tanze auch immer auf meinem Kamin. Ist eine ganz, ganz natürliche Lebensweise. Ja, die drei da unten. Ja, komm runter, komm runter. Ja, verständlich. Oh! Ey. Lebt die? Die bewegt sich. Kann man die anpacken? Warum kann ich die nicht anfassen? Aber den Globus kann ich anfassen, oder was? Was ist das dann? Oh Gott, das ist so liebevoll gemacht. Achtung, schwungvolles Tür öffnen. Okay, dann wissen wir schon mal, dass ich runter muss. Wüssten wir auch, wenn ich einfach diesem Marker folgen würde. Aber ich möchte natürlich so viel es geht. Das ist ein Snitch? Snitch? Stitch? Nee, Stitch. Das ist was anderes. Ah, das ist... was ich sagen wollte, ich möchte natürlich so viel wie möglich vom Spiel mitnehmen. Deswegen... das wird die definitiv... Definitiv nein. Definitiv kein Durchrushen. Das wird ein... Ich nehme mir Zeit und gucke mir definitiv jedes Bild an. Sympathisch direkt. Definitiv. Oh. Wer kennt diese Hüte? Was machen die hier? Was ist das?
Ignatia Wildsmith. Kann ich? Was ist das? Kann ich das? Revelio. Darf ich hier überhaupt einfach so sagen? Oh, ups. Lumos. Lassen wir das einfach mal. Hallo. Hast du da auf dem Kopf? Sieht irgendwie wie ein bequemes Kissen aus. Was ist mit dir? Du hast dich verschluckt, ne? Ja. Schloss auf Stufe 1. Wie? Ich muss hier leveln? Wo geht's dahin? Wir gehen natürlich überall anders hin als dahin, wo wir müssen. Schwungvolles Tür öffnen. Ich bin schon froh, dass wir in Gryffindor sind. Ah, das sind wieder die Artworks. Hallo! Jetzt könnt ihr ja vom Aussehen mein kleiner Bruder sein. Aber wer bist du denn? Ein Einhorn. Ach. Oh, Madame ist immer noch auf dem Ding drauf. Was ist denn Snitch? Snitch? Der goldene Snatch? Snitch? Ich... Was ist los? Der goldene... Schnatz. Auf Deutsch. Mein Gott. Schnatz. Jetzt haben wir's. Bitte was? Was hast du gesagt? Was zum... Was geht hier ab? Bewegt er sich nochmal? Revelio. Nee, okay. Natürliches Treppenabsteigen, definitiv. Was ist das für ein Geräusch? So schön. Einfach so schön gemacht. Das werdet ihr wahrscheinlich euch noch 10.000 Mal anhören müssen. Kann ich mit euch reden? Aha. Aha. Ah ja. Ganz viel Quidditch-Zeug hier. Die neue Fünftklässlerin. Wäre fast Drachenfutter geworden. Wie der arme Mann vom Ministerium. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Platz machen, Leute. Lasst sie durch. Stell dich krasse da, Gareth und Nelly. Nelly. Was ist mit dir? Der entspannt hart. Lass dich durch. Ich hoffe, diesmal erwischt sie ein Lehrer. Der muss ich mich vorstellen. Na, das wird ja einen guten Eindruck geben. Macht der. Haustruhe platzieren. Ich habe keine Haustruhe. Was habe ich diesmal falsch gemacht? Es ist nicht Leviosa. Es ist Leviosa. Vielleicht sollte ich... Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ich sollte ihn nonverbal wirken können. Warum funktioniert er nicht? Go! Oh, hallo. Willkommen in Gryffindor. Ich bin Cressida. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade noch so geschafft. Stimmt es, dass du Professor Figgs Schützling bist? Ich habe bei ihm studiert. Ganz und gar nicht. Doch, ich stehe zu dem. So viel, wie wir schon durchgemacht haben. So würde ich das nicht nennen. Ich habe aber kurz bei ihm studiert, bevor wir herkamen. Mist! Ich hatte gehofft, er hätte dir ein paar Tipps zum wortlosen Zaubern gegeben. Ist das das, was du da gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme. Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Du schaffst das schon. Vielleicht brauchst du nur etwas mehr Übung. Du musst an deinen Zaubern arbeiten. Das hier ist ja auf jeden Fall sehr sympathisch.
Sagt dir dazu noch irgendwas oder ist das dann einfach, du schaffst das schon, ermutigen? Du musst an deinen Zaubern arbeiten. Vielleicht sagt die ja hier, probier doch das und das. Vielleicht ist das ja eher hilfreich als das hier. Deine Stabbewegungen könnten fließender sein. Mit dem Zauberstab komme ich klar, danke. Ich kann auch kompliziertere Zauber wirken, ohne zu sprechen. Ich versuche es einfach weiter. Naja, das hat ja nicht so gut geklappt. Viel Glück dir. Damit beenden wir, denke ich mal, die Konversation. Wie schwer ist es, nonverbal zu zaubern? Können die meisten Schüler wortlos zaubern? Ist es wirklich so schwer, wortlos zu zaubern? Oh ja. Und wenn man es nicht richtig macht, kann das Ergebnis nun ja unangenehm sein. Ich habe mal versucht, Depulso wortlos auf einen Becher in der großen Halle zu wirken und schleuderte Professor Sharp damit seinen Yorkshire-Pudding ins Gesicht. Er war nicht begeistert. Können die meisten Schüler wortlos zaubern? Können denn viele Schüler wortlos zaubern? Aber nein, in Hogwarts wird wortloses Zaubern erst in der 6. Klasse gelehrt. Und selbst dann tun sich viele schwer damit. Ich versuche nur einen Schritt voraus zu sein. Oh. Tja, viel Glück damit. Hat mich gefreut, Cressida. Mich auch. Viel Spaß am ersten Tag. Scheint ja ganz nett zu sein. Was machst du? Interessante Soundkulisse in der Ecke hier auf jeden Fall. Wie das Bild bewegt sich nicht. Was ist denn da los? Ach, da haben wir wieder Kollege Husti. Ja. Anscheinend bewegt sich hier nicht jedes Bild. Für wen hält Nelly sich eigentlich? Nelly! Ah, du bist wohl Nelly dann. Okay. Fall diesmal nicht runter, Nelly! Dieses Mädchen denkt, sie kommt mit allem davon. Noch einmal. Los und drehen. Und nochmal. Wie oft haben wir dich denn hier? Kann man jetzt was hören? Dun, dun. Ja, ganz leise. Ach, der Eingang ist wirklich so rund? Das schmeckt richtig gut. Black könnte sicher viele Geschichten aus seiner Zeit in Hogwarts erzählen. Ich meine, als er Schüler war. Unser Schlafsaal sieht schlimm aus. Ich wünschte, die anderen würden mal aufräumen. Ein Bandemann hat gestern meine Hausaufgaben vernichtet. Zaubertränke-Aufgaben. Einige von uns sind reinlicher als andere, oder? Man muss nicht lang suchen. Das wird das nächste Butterbier. Meine Seite des Schlafsaals ist immer ordentlich. Das gilt nicht für die anderen. Man könnte fast meinen, sie wären bei Trollen aufgewachsen. Willst du es nicht mal probieren? Hab ich selbst gebraut. Hallo, du bist die neue Fünftklässlerin. Freut mich, ich bin Gareth Weasley. Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Ja. Ein Freund von Professor Fig. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Grässlich, diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke, Gareth. Ich auch. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Ja, sie ist meine Tante. Das ist bestimmt angenehm, das ist bestimmt komisch. Kannst also machen, was du willst. Ich nehme das. Ist es schwierig für dich, dass sie deine Tante ist? Mehr als du denkst. Die meisten Leute denken, ich bekomme nie Ärger oder Nachsitzen, aber da irren sie sich. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler, behält mich ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist es etwas erdrückend. Aber sie meint es gut und sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf. Was ist das in deiner Tasse? Trinkst du etwa Butterbier? Zum Frühstück? Oh nein, ich arbeite an einem Rezept, das mir im Sommer eingefallen ist. Es ist fast fertig. Einigen Versuchen zufolge braucht es noch etwas Arbeit. Hast du auch ein Händchen für Zaubertränke? Das Brauen scheint dir Spaß zu machen. Darf ich annehmen, dass du ein Talent für Tränke aller Art hast? So wie ich das sehe, besteht kein grundlegender Unterschied beim Brauen zwischen modifiziertem Butterbier und einem Mega-Power-Trank.
Aber ich bin nicht sicher, ob Professor Sharp die Verbindung sieht. Er schätzt meine Kreativität nicht so, wie man denken sollte. Hat mich gefreut, Gareth. Und danke, dass du mir von deiner Tante erzählt hast. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Viel Glück heute. Ja, ja. Oh jo, wo geht ihr denn hin? Ach, du bist doch die eine von ihm. So, da müssen wir nur noch mit ihr reden. Schade, dass wir keine Zeit haben. Oh ja. Moment, noch mal einen Apfel essen. Yum, 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 yum. Ich hab mal versucht, ein Mädchen in einen Teller zu verwandeln. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxbeier. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Also hätte ich andere Augen, dann wäre sie einfach mein Zwilling. Es war schrecklich, es stimmt. Ja, ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Güte! Unglaublich! Wie aufregend und beängstigend. Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Was sagt man denn über meine Reise? Was sind das denn für Gerüchte, die es über meine Reise nach Hogwarts gibt? Dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Du hast keine Höhenangst, oder? Ich nehme an, du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit 5 hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turm erklimmen, um unglaubliche Dinge zu sehen. Bist du schon mal einem Drachen begegnet? Die meisten Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein. Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört. An Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im Gemeinschaftsraum. Oder wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Man weiß nie. Mach's gut. Gryffindor Neuzugang. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Warum müssen sich Animagi beim Ministerium registrieren? Dann wollen wir mal weitergehen. Also, das ist ja ein... Stell dir mal vor, du müsstest hier ein- und auskrabbeln. Naja, irgendwie cool. Aber irgendwie stelle ich mir das für den Rücken nicht gerade vorteilhaft vor. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was haben wir denn da? Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht
Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Läuft sie eigentlich weiter, wenn ich stehen bleibe? Ja, okay. Was ist das? Ihr seid mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. I guess Drillinge? Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Kommen Sie! Also die haben ja wirklich nur ein paar Charaktere anscheinend und die wirklich sehr oft eingefügt. Ich dachte, ich hätte mir das eben nur eingebildet, aber anscheinend, ja. Naja. Trotzdem schön. Das Handbuch hat offenbar einige Informationen über das Gemälde des armen Berufio. Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. Revelio. Berufio Porträt. Handbuchseiten. Auf diesem Porträt ist der Zauberer Berufio abgebildet, der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Sammle Handbuchseiten in Hogwarts. Handbuch-Herausforderungen sind die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Okay. Das ist deine Zauberstufe. Die durch Herausforderungen verdiente EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren. Okay, dann wollen wir mal. Herausforderung, dann haben wir hier noch was anderes. Kommen wir wahrscheinlich später zu. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Dann wollen wir mal. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von Erscheinungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau auf das vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Okay, cool. Ich mag sowas. Das motiviert mich, alles zu sammeln. Kommt der Sammelfreak in mir durch. Naja, ich habe ja nicht... Naja, ich habe ja gesagt, dass wir uns hier Zeit lassen werden. Und ich hoffe, ihr kommt mit mir auf diese Reise. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Revelio. Das erste Kätzchen. Hallo. Kann ich dich? Ich kann dich streicheln. Sehr schön. Oh. Kitty. So cute. Direkt nochmal. Wow. Was ist das?
bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Okay, Entschuldigung. Die Truhe nehme ich aber mit. Money on my mind. Auch die Musik ist wunderschön gemacht. Einfach ein bisschen. Ach, das kommt gerade recht. Huch, so stehst du jetzt. Die perfekte so. Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Du hast einen Flohsamen-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um im Nu zu allen entdeckten Flohsamen zu reisen. Flohsamen? Flohflammen. Entschuldigt bitte. Um Gottes Willen. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Okay. Kann ich... Der Südflügel. Ja, gut, ich kann aber anscheinend nur hier, ne? Ja. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen die entdeckte Flohflamme an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. Okay. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Wähle die Region Bibliotheksanbau, um fortzufahren. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze A oder D oder AD, um die Karte zu drehen und begib dich per Schnellreise zu der Flohflamme in der Haupthalle. Ah, D. Okay. Unterrichtsraum, Bibliothek, Gewächshaus, Wahrsagen, Haupthalle. Let's go. Ach, hier ist das auch so doof, wenn ich bin. Man kann gar nicht die Hinweise lesen. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Aber jetzt haben wir so viel verpasst. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Wann kann ich mich hier selber umsehen? Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Nach London würde ich auch mal gerne wieder. Ich weiß, dass sie es war. Oh. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Erzählen Sie mehr über die Zauberkunst. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Was ist Verteidigung gegen die dunklen Künste? Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Oh, Butterbier. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen.
So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Können wir ihr vertrauen? Ich sollte ihr eigentlich nicht so viel sagen. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figge hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens, denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Die Frau kennt wohl alle Shortcuts. Shortcuts. So, Opa. Nein, Professor. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja, Sir. Aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise hierher erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Du kannst verfügbare Aufträge auf der Karte verfolgen. Dann machen wir das doch mal. So. Der Text, der rechts war, konnte ich nicht lesen. Das war zu schnell. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und/oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von der Professorin oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Verfolge den Auftrag, um fortzufahren. Deswegen war das so schnell. Okay. Jetzt können wir in einer von den beiden Unterrichtsstunden gehen.
Da haben wir einmal Unterrichtsstunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Oder die Zauberkunst. Und hier unten sehen wir auch die Belohnung. Livioso oder Accio. Die Karte im Handbuch zeigt, dass Professor Ronans Unterrichtsraum im Astronomieflügel ist. Dieses Schloss ist einfach riesig. Vielleicht muss ich den verzauberten Kompass mit V im Handbuch verwenden, um hinzufinden. Okay. Ich soll eins davon, ne? Ja. Nehmen wir einfach mal Zauberkunst. Kann ich das schon? Ah, Auftrag verfolgen. Falsche Maustaste. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ach, schön. Oh Gott. Auftrag abgeschlossen. Verzauberter Kompass. Ah, oh, so viel blinkt. So. Gucken wir erstmal hier in unser vertrautes schlaues Büchlein. Wir haben ja schon fast Stufe 1 voll. Schön. So, jetzt können wir auch alles lesen, was hier ist. Da haben wir einmal die Einstellungen. Eulenpost. Fahre zum Freischalten mit der Hauptgeschichte fort. Ah, okay. Aufträge, Karte, Ausrüstung, Inventar, Talente und Sammlung und Herausforderung. Was haben wir denn bei Sammlung? Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh nein. Okay. Oh mein Gott. Ja, ne? Noch einmal. Wir werden sehr viel Zeit hier verbringen. Aber ich bin froh, dass ich sie mit euch verbringen kann und nicht so komplett alleine hier durch muss. Ah, und das ist das, was die eben meinten, dass wir das auswählen können, oder? Kann ich hier irgendwas drücken? Schließe Hauptaufträge ab. Ah, okay. Das heißt, wenn wir einen weiteren Hauptauftrag abgeschlossen haben, kriegen wir diesen wunderschönen Handschuh. Und die anderen Sachen sind noch nicht offenbart. Was kriegen wir hier? Ui, eine Hogwarts-Brille. Ja. Da erwartet uns viel Arbeit. Gucken wir nochmal hier rein. Starte deinen ersten Tag in Hogwarts. Da haben wir sozusagen unsere Quests, unsere Aufträge. Beginne deinen ersten Tag. Das haben wir schon erfolgreich gestartet. Besuche den Zauberkunst. Okay, die Sachen werden wir jetzt gleich machen. Dann ist das, was hier leuchtet, auch das, was wir gerade auf der Map ausgewählt haben anscheinend. Ja, dann würde ich sagen. Keiner schickt mir Eulen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine bekommen habe. Oh. Zum Geburtstag. Mir macht dein Schloss da nichts aus. Hier gibt's immerhin keine Eltern, die nörgeln. Ich soll meine Sachen wegräumen. Da ist was drin. Ich weiß es einfach. Würdest du nicht davor stehen, dann könnte ich da auch ran. Naja, quatschen wir einfach mal mit dir. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du etwas darüber herausgefunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es hier noch mehr solcher Gemälde? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert.
Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ja, komm dann bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Okay, eine Statue mit einem korpulenten Mann. Eine Treppe mit roten Pfosten. Die ist... Und ein... Okay, warte. Das Ding kann man... Hier aussehen? Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Lumos. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ah. Bringe die Motte wieder zum Gemälde zurück. Dann machen wir das doch mal. Eulen müssen sehr. Okay. Ha, ah. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Ja, da haben wir schon mal unser erstes Rätsel gelöst, würde ich sagen. Dir stehen nicht gesammelte Belohnungen im Herausforderungsmenü zur Verfügung. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Da oben. Alles klar. Let's go. Da sind wir. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist.